Es gehört zu den Schwierigkeiten der deutschen Geschichte, dass wir zu einem fremdländischen Ausdruck greifen müssen, wenn wir die Werte des Sports und der herausragenden Athleten benennen wollen. Welchen Begriff der deutschen Sprache wir auch wählen, Ruhmeshalle, Ehrenhalle, Al-Hala, verdiente Helden des Sports, an allen Ausdrücken kleben semantische Brocken, die zu Sportauffassungen gehören, von denen wir uns befreien wollen. Hallo F-Famme hat dagegen aufgrund seiner angelsächsischen Herkunft und seiner internationalen Verbreitung den Vorteil, über dem Wurzelgrund der völkischen und politischen Ideologien der deutschen Vergangenheit zu schweben. Dass es sich um ein Schweben handelt, weist uns eine Aufgabe zu: wir müssen das Lob des Sports und die Ehrung seiner hervorragendsten Vertreter erst einmal erden. Wir müssen eine Verbindung der Werte des Sports zu den Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft herstellen. Von dem Einklang der Hallo F-Famme mit den Grundüberzeugungen der deutschen Kultur zeugen die Formulierungen zum Leitbild der Sportlerpersönlichkeit der deutschen Sporthilfe. Nicht nur durch ihre herausragenden sportlichen Leistungen und sportlichen Erfolge sollen sich die Mitglieder der Hallo F-Famme auszeichnen, sondern auch durch ihre Vorbildwirkung als Persönlichkeit. Ihre Haltung wird als ebenso wichtig erachtet wie ihre sportlichen Leistungen. Haltung ist ein Begriff aus dem Bereich des ethischen Handelns. Ihre ausdrückliche Erwähnung hebt das dem Sport innewohnende ethische Potenzial hervor. Die Konstruktion der deutschen Hallo F-Famme hat also zwei Aspekte: sie zeigt zum einen die ethischen Werte des Sports und hebt zum anderen die ethische Qualität der Persönlichkeit ihrer Mitglieder hervor. Aufgrund dieser doppelseitigen Konstruktion gewinnt sie eine Besonderheit, die ich in einem Vergleich mit der Kunst und der Wissenschaft aufweisen will. Kunst und Wissenschaft sind hoch angesehene Tätigkeitsbereiche. Die Kunst mit ihren Institutionen wird als ein herausragendes kulturelles Feld angesehen. Dieser Wert besteht jedoch nicht an sich, er wird durch Handlungen und Werke bedeutender Künstler immer wieder von Neuem erworben. Analog verhält es sich mit der Wissenschaft: seit der Antike hat sie den Wert eines Feldes der Erkenntnis. Die Höhe und Geltung dieses Werts für unsere Zeit wird durch die Qualität und den Reichtum der Erkenntnisse von großen Wissenschaftlern in jeder Epoche neu errungen. An diesem Vergleich erkennt man, dass Kunst und Wissenschaft ihre Qualitäten und ihr Ansehen dadurch erhalten, dass es herausragende Individuen gibt, die die Möglichkeiten dieser Tätigkeitsfelder erschließen und erweitern. Wenn dies nicht geschieht, wenn Künstler und Wissenschaftler in den Dienst zum Beispiel politischer Ideologien gestellt werden und sie nicht mehr die Werte ihres Feldes verwirklichen können oder dürfen, verlieren sie ihre herausragende Stellung. Die Absicht meines Vergleichs mag jetzt deutlich geworden sein: ich will den Sport an die Seite der Kunst und der Wissenschaft stellen. Auch der Sport verwirklicht hohe, gesellschaftlich anerkannte Werte.